Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag unserer Reihe Ein Gespräch im Roten Sessel. Wir befinden uns hier an einem kreativen Ort, in einem großen Fotostudio, und das hat einen guten Grund. Unser heutiger Protagonist kann professionell mit der Kamera umgehen und hat durch seine Erkrankung das Fotografieren für sich so richtig entdeckt. Andreas hat 2008 die Diagnose eines multiplen Myeloms, also Knochenmarkkrebs, erhalten. Er hat es auf beachtliche Weise verstanden, die Krankheit in sein Leben zu integrieren, und sagt, man kann auch mit Krebs gut leben. Jetzt hat er Platz genommen auf dem roten Survivor Chair. Herzlich willkommen, Andreas Dirksen. Hallo. Andreas, sei so lieb, erzähl uns deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Es war so, dass ich früh schon in der Kindheit mit einer Erkrankung, einer Meningitis-Erkrankung, einer Hirnhautentzündung konfrontiert wurde. Im Alter von 9 Jahren hatte ich meine Mutter verloren. Sie starb an Gebärmutterhalskrebs. Und in den anschließenden Jahren hatte ich dann auch die Zeit eben über die Schule, über Vereinssport, nachher auch im Segelsport die Jahre verbracht. Als ich meine Frau kennenlernte, begann die Zeit, wo man auch daran dachte, eine Familie zu gründen. 1986 kam dann auch unsere erste Tochter zur Welt. Und nach diesem wunderschönen Moment musste man aber auch schon ein Jahr später einen Tiefschlag erleben, dass nämlich mein Vater mit 54 Jahren frühzeitig an Magen- und Darmkrebs verstarb. Und die darauffolgenden Jahre, muss ich sagen, hat man bedingt durch das angenehme Berufsleben und auch durch das harmonische Familienleben und 7 Jahre später durch unsere zweite Tochter doch wunderbare Jahre erlebt. Wie kam es bei dir zur Diagnose multiples Myelom? Ja, das war zurückblickend 2008. Wo ich während eines Krankenhausaufenthalts mit einer Lungenentzündung, da wurde festgestellt, dass eine Erkrankung in Richtung multiples Myelom sich entwickeln könnte. Beim multiplen Myelom gibt es eine beobachtende Phase, bei der noch keine Behandlung stattfindet. Wie geht man mit so einer Situation um? Ist eine schwierige Zeit. Ich habe sie so erlebt, dass man ja wusste, die Krebserkrankung wird therapiert werden. Ich hatte ja sogar eine Aussage, dass sie in 4 bis 5 Jahren therapiepflichtig werden würde. Und dann wartet man natürlich im Prinzip auf diesen Zeitpunkt und möchte eigentlich eher, dass morgen schon therapiert wird. Wie schafft man das, sich in einem solchen Vakuum aufzuhalten? Ja, mein Plan war ja schon ganz früh, dass ich meine Blutwerte immer in einer Excel-Datei gesammelt habe. Ist da dein beruflicher Hintergrund ein guter Ratgeber dafür gewesen? Vielleicht ist es so gewesen. Das war ja auch ein Zeitpunkt, wo ich wusste, die Erkrankung wird auf mich zukommen. Und da wollte man einfach mal noch zusätzlich so eine Selbstkontrolle haben, um auch möglichst früh den Startpunkt zu erwischen. 2013 hast du die Diagnose erhalten, dass das multiple Myelom nun therapiepflichtig für dich ist. Erinnerst du dich noch genau daran, was der Arzt zu dir gesagt hat? Ja, 2013 habe ich dann durch eine Zweitmeinung, die ich eingeholt habe, erfahren, dass eine Therapiepflicht jetzt ansteht. Und das ist dann in der Folge gewesen, dass man eine Hochdosistherapie bekommt beim Krankenhausaufenthalt und anschließend die Stammzellen, die gesammelt wurden, zurückbekommt. Andreas, konntest du ohne große Probleme aussprechen, ich habe Krebs? Ja, das Wort Krebs konnte ich schon sehr gut aussprechen, weil ich mich im Vorfeld sehr gut über die Krebserkrankung informiert hatte und ich auch der Auffassung war, dass ich mit der Erkrankung in der weiteren Zukunft eigentlich sehr gut umgehen konnte. Was ist ein denkbarer Umgang mit der Diagnose Krebs? Also man sollte bestimmt sich frühzeitig sehr gut informieren über die Erkrankung. Bei mir wirkte sich auch aus ein positives familiäres Umfeld,
was auch immer wichtig ist. Und auch beruflich konnte man seitens des Arbeitgebers auch damit umgehen. Und im Ergebnis kann man sagen, gab es eigentlich keine Belastung für mich. Jetzt bist du ja ein sportlicher Typ, wie man sieht. Konntest du Anleihen beim Sport nehmen in der Bewältigung deiner Erkrankung? Also auch während der Therapie habe ich festgestellt, auch bedingt durch Medikamente wie das Cortison, dass ich recht aktiv war während der Therapie, dass ich fast täglich mindestens 15 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin und mich sehr viel bewegt habe. Natürlich gibt es auch Einschränkungen, dass es Tiefpunkte gibt, wo die Medikamente eben sich negativ auswirken durch Müdigkeit und Abgeschlagenheit und auch in Verbindung mit Wesensveränderungen, wo man einfach unkonzentrierter ist und Gedächtnisverlust hat. Also diese Phasen gehören auch dazu. Aber der Sport, die Bewegung, die sind heute eigentlich sehr wichtig und die sollte man, wenn möglich, auch immer nutzen. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die Krankheit das Sagen in deinem Leben übernimmt? Dass die Krankheit das Sagen übernimmt, kann man vielleicht vergleichen mit einem Marathonlauf, wo ich dann vielleicht festgestellt habe, dass ich zu Beginn einer Therapie, wo die Medikamente auf einwirken, etwas langsamer auch werde und dem Krebs einen gewissen Vorsprung geben muss. Und dass im Anschluss, während die Therapie dem Ende zugeht, auch für mich selber festgestellt habe, dass ich auch wieder besser auf die Beine komme, mich besser wieder fortbewegen kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Therapie hinter sich lassen konnte und im Anschluss festgestellt hat, jetzt bin ich wieder vor dem Krebs und kann wieder schneller mich fortbewegen. Wer war dein Fels in der Brandung? Wer stand dir immer zur Seite? Ja, mir stand zur Seite natürlich in erster Linie meine Frau, gerade in der Zeit, wo es verschiedene Tiefpunkte während einer Therapiephase gibt, aber auch schon davor. Und danach bis zum heutigen Tag, wo ich ja immer noch im Prinzip in einer Erhaltungstherapiephase bin. Dann die Kinder, die standen auch weiter dahinter und konnten damit umgehen. Aber auch ganz wichtig, die Hämatologin, die man ja eigentlich regelmäßig in kurzen Zeitabständen besuchen musste, damit Laborwerte festgestellt werden konnten. Und ein ganz großer Dank, und deshalb hatte ich mich auch im Anschluss sehr aktiv in die Selbsthilfe eingebracht, geht für mich an das Uniklinikum in Heidelberg, da wo ich den Professor kennenlernte und auch sein ganzes Team, welches wirklich sehr viel zu diesem multiplen Myelom zur Erforschung und auch für die Patienten beiträgt. Welche Reaktionen hast du von deinen Freunden erhalten? Was so die Reaktion betrifft von Freunden, auch in meinem ganzen Umfeld, musste ich feststellen, das ist dann häufig doch eher zurückhaltend. Da war dann eher gefragt, meine Initiative, dass ich da etwas dazu gesagt habe. Wie reagieren Menschen im Alltag auf dich? Glauben sie dir das, dass du eine schwere Erkrankung hinter dir hast? Das ist so häufig, muss ich feststellen, nicht gleich zu erkennen. Da kann ich vielleicht gleich ein Beispiel nennen. Erst vor kurzem, vor wenigen Tagen, als mein Abteilungsleiter mich ansprach, wie geht es dir? Du siehst ja aus wie das blühende Leben. Daran konnte ich ja feststellen, wie man von außen wirkt, trotz dieser Erkrankung. Warum hast du diese spezielle Location, dieses Fotostudio für unser heutiges Gespräch ausgesucht? Ja, die Fotografie ist ja so ein Teil meines Lebens geworden, auch wenn erst vor wenigen Jahren. Das war einfach der Grund, sich in dieser Location mit einzubringen, weil es auch ein ganz nettes Umfeld ist. Was hat dich während deinem Krankheitsverlauf bislang am meisten Energie gekostet? Und was hat dir Energie geschenkt?
dass ich gelernt habe, mir positive Inseln zu schaffen. Ich hatte angefangen während der Therapie mit Acrylmalerei zum Beispiel, dann mit der Fotografie, das hatte ich dann auch intensiver betrieben. Und auf jeden Fall im Weiteren auch immer die sportlichen Aktivitäten, sofern das möglich war. Was hat Energie gekostet? Energie gekostet hat bestimmt mal das eine oder andere Zeitfenster, wo die Nebenwirkungen auf einen mehr eingewirkt haben. Was würdest du anderen raten? Wie setzt man sich gute und vor allen Dingen auch erreichbare Ziele? Ja, was die Zielsetzung betrifft, habe ich eigentlich die Erfahrung gesammelt, nicht nur für mich, auch in meinem Umfeld, wenn man es in kleinen Schritten tut. Das kann sein, als Beispiel schon zum Therapiebeginn, dass ich nicht da schon daran denke, was ist in 6 Monaten vielleicht bei der Hochdosistherapie oder bei der Stammzellentransplantation, was ist danach, sondern einfach, so bin ich verfahren, dass ich einfach mir gedacht habe, jetzt schaue ich erst mal eine Woche oder vielleicht auch 4 Wochen voraus, wie entwickelt sich jetzt meine Therapie und dann anschließend weitere 3, 4 Wochen. Und ja, man stellt eben fest, dass es da auch Veränderungen gibt, wie man sich entwickelt und in der Therapie. Es gibt ja da auch Höhen und Tiefen und das kann man eigentlich nur in kleinen Schritten bewältigen. Du sagst, man kann gut mit Krebs leben. Wie lebst du heute? Ja, ich lebe trotz der weiterhin vorhandenen Krebserkrankung zufrieden in einem harmonischen Familienleben. Ich habe meinen Freundeskreis. Ich kann weiterhin meine Fotografie in der Vereinsarbeit durchführen und meinen Hobbys soweit nachgehen und ohne jetzt einen weiteren Gedanken daran zu verlieren, dass irgendwann mal das Rezidiv kommen wird. Aber auf der anderen Seite, durch meine Arbeit in der Selbsthilfeinitiative, ist man eigentlich fast jeden Tag mit dem Krankheitsbild beschäftigt. Aber ich kann das auf jeden Fall sehr gut trennen. Würdest du das Dabeisein in einer Selbsthilfegruppe jedem Krebserkrankten empfehlen? Ich würde schon, also jedem Krebspatienten empfehlen, im ersten Schritt sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Man muss ja nicht dabei bleiben, aber für mich war es ein sehr wertvoller Schritt und ich habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Patienten, die auch erst überlegt haben, gehe ich den Schritt in eine Selbsthilfe, letztendlich davon überzeugt waren, dass sie den richtigen Schritt gegangen sind. Was erlebst du in der Selbsthilfe? Wie gehen andere Patienten mit dem multiplen Myelom und genau dieser Zeit des Beobachtens, des Wartens um? Die Erfahrung zeigt, dass häufiger durch, eben auch wie bei mir, durch einen Zufallsbefund Patienten zu uns in die Gruppe kommen, die auch schon in einem Frühstadium, wie in diesem Beobachtungsstadium, mit dieser Krankheit konfrontiert werden. Da habe ich in meiner Gruppe 3 Patienten, 2, wo ich feststellen muss, die sind so ähnlich gelagert, wie ich es erfahren habe, dass sie unheimlich viel im Vorfeld vor der Therapie über die Krankheit wissen wollen, sich schon auch ernährungsmäßig darauf einstellen, zum Beispiel ohne Zucker sich ernähren. Ne, da ist ein Patient mit dabei. Aber auch eine Person, die in dieser Situation die Erkrankung völlig ablehnt und davon ausgeht, dass sie die gar nicht bekommen wird. Andreas, wir sind fast am Ende unseres Gespräches. Was ist dein Lebensmotto? Was ist dein Credo? Sei ein gut informierter Patient. Lebe jeden Tag so, dass er mit einer guten Lebensqualität verbunden ist. Mir bleibt mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du uns einen sehr schönen und auch bereichernden Einblick in dein Leben gewährt hast. Ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute, hab eine gute Zeit und gerne auf ein gesundes und schönes Wiedersehen. Vielen Dank.